Hi YouTube, weiter geht's im Al-Kamila Hospital. Waren wir schon? Gehen wir mal hier. Hier ist bestimmt verschlossen. Ja, hätte es gedacht. Der Haupteingang zum Krankenhaus ist verschlossen. Sehr gutes Krankenhaus. Also noch mal ein bisschen mit den Einstellungen rumgefummelt. Ich hoffe, es läuft alles gut und smooth und ohne Fehler. Was ist das denn? Deine Karte vom Untergeschoss. Ja, bitte. Ja, jetzt ist das schon unterteilt in verschiedenen Ebenen. Aha. Irgendwas in der Mülltonne. Was haben wir denn hier? Nee, wir sind nicht im Office. Okay. Ein Moment. Ah ja, da haben wir es, glaube ich, gerade gesehen. Wir sind im Doctor's Office, aber unser Zeiger hat sich verschoben. Ein Moment. So, jetzt ist wieder alles normal. Ja, wenn man zu viel in der Geometriekorrektur anmacht, dann kommen Bildfehler. Daher lasse ich es einfach so. Das Telefon ist tot. Kein Rufton zu hören. Ein Bibidi-Bip. Nichts Ungewöhnliches. Dr. Harry weiß ganz genau, wo etwas nicht in Ordnung ist. Das ist ein Kellerschlüssel. Dankeschön. Kellerschlüssel. Will er eigentlich nicht in den Keller in einem Krankenhaus. Aber wir müssen. Hä? So, die Tür haben wir geskippt. Gut, war sowieso unwichtig. So, Kitchen. Was ist das denn auf zu. Oh. Oh. Kitchen. Wo sind meine Sandwiches? Hm? Ist eine Plastikflasche mitnehmen? Eine weiße Tafel, hier ist nichts Besonderes. Die Sachen auf den Regalen sind alle durchwühlt. Wer war das? Voll die auffällige Kiste hier, oder? Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Leere Flasche gefunden in der Küche. Die restliche Flüssigkeit wurde in die Plastikflasche umgefüllt. Nun, was haben wir denn hier? Unbekannte Flüssigkeit, rote Flüssigkeit gefunden in einem zerbrochenen Glasfläschchen im Zimmer des Krankenhausdirektors. Kann man das nicht? Man kann das usen? Kann man das Zeug trinken? Bücher sind um den Tisch herum verstreut, sonst ist hier nichts Besonderes. Das ist ja gar keine Truhe gewesen, das war so ein Regal hier. Er hat so einen dicken Oschi vor seinem Schreibtisch stehen. Muss er immer rüber gucken. So, hallo, ist da jemand? Komm in meinem Büro. Das ist ein Verkaufsautomat. Er funktioniert nicht. No. Frische, kalte. Cold. Keine Ahnung, was da steht. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Und ich will mal aufs Knöpfchen drücken. Ab in den Keller, ich hab keine Lust.
Ich fische ja nicht mit dem Ding zu hauen. Oh ja! Bam! Ja, ihr dreckigen Ekeler. Spoiler Room. Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge, Intensivstationen und Operationsräume. Wollen Sie den Schalter drücken? Was macht denn der Generator für Geräusche? Gut. Nee, ich wollte da nicht rein. Nee, lass mich raus. Hilfe. Lass mich nicht hier rein. Oh, danke, Spiel. Nämlich Leichenhalle. Fahren wir einfach mal Jux in die erste Etage. Hallo? Ist einer da? Fahren wir mal in die zweite. Oh. Also in die dritte. Wie ich schon ready stehe. Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Wir haben noch nichts. Zweck und Funktion unbekannt. Gab's eben schon eine vierte Etage? Es gab doch keine vierte Etage. Da muss ich jetzt in der Aufnahme gucken, ey. Jetzt bin ich voll verwirrt. Gab's eine vierte? Hallo, in der abgefuckten Version des Krankenhauses, oder was?
fremde Karte. Das interessiert die gar nicht, das wird die hauen. Say hello to my little friend. Let's go, willkommen im Krankenhaus. Die Mucke geht weiter. Voll am Abbocken hier. Guck, da hört's auf. Das ist eine Schildkrötenplatte. Was denn jetzt? Oh, hell yeah. Um 301. Vogelkäfig, er ist leer. Boah, gut für den Vogel, dass er hier weg ist. Schrotflintenmoney. Videorekorder. Er ist alt, aber noch brauchbar. Okay. Wenn wir eine Videokassette finden, wissen wir, wo wir uns den geilen Streifen anschauen können. Einfach ein Loch im Boden. Keine Bewegung. Die angelaufen kommen. Oh, ganz schön viele Schüsse. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Schraubenzieher brauchen wir manchmal. Markiert er das alles? Video ja, aber das Ding nicht. Also 304. Wir merken uns. 304 Schraubenzieher. Sieht irgendwie aus wie ein Smiley. Seht ihr das? Da unter meiner Hand. Ja. Also gibt es doch schöne Orte an diesem Ort. Schöne Orte. Schöne Zeichen. Schöne Markierungen. Keine Bewegung. Okay, da kommt man einmal rum. Ich guck mal hier in die Dinger rein. Hier sind mehrere Trockner. Im Augenblick nutzlos. Im Augenblick nutzlos. Ja, ja. Hätte sein können, dass in irgendeinem was drin ist. Oh. Oh. Den hast du so gut dahin gezielt. Nippel zerdrehen. So. Hat er jetzt nachgeladen? Ja, tatsächlich. Mal kurz so macht, lädt er nach. Oh. Hier verpasse ich auch einen Nippelpiercing. Komm her. Oh, die ist aber schnell gestorben. Reloading. Storage Room, Linger Room. Linger? Linger?
Linnen. Einen. Die Tür war ja auf. Hier kommt der Metallica-Song wieder. Nichts Brauchbares in den Kästen. Umso weniger wir brauchen, umso schneller kommen wir hier wieder raus. Da sind mehrere leere Flaschen. Da ist eine Flasche, die mit irgendeinem Medikament gefüllt ist. Besser nicht anrühren. Kann man das irgendwie mixen mit der Flasche hier? Nein. Das ist eine Blutkonserve. Lecker. Da ist eine Katzenplatte. Cool, dass man die direkt mitnehmen kann. Ich dachte, jetzt kommt wieder, oh, die ist festgeklebt oder so. Krieg meine dicken Finger nicht da rein. That's what she said. Okay. Ah, sie ist nicht mehr abgeschlossen. Wir könnten auch noch die Treppe da, ne? Können wir mal aufsuchen. Wenn der überhaupt funktioniert. Der funktioniert. Was für eine Etage sind wir? 3. Ja, hier gibt es jetzt keine 4 mehr. Was abgeschlossen. Wisst ihr, was ich aber jetzt mache? Ich gehe jetzt hier wieder hoch, lauf einmal rum und gehe die Treppen nach unten. Hoffentlich ohne Gegner. Yay! Gelaufen. Hier? Viel zu weit gelaufen. Hier. Verdammt. Die Tür geht nicht auf. Hey. The Grim Reaper's List. Die Todesliste. Die Liste vom Tod. 35 Lydia Findlay. 60 Trevor White. 18 Albert Lords. 45 Roberta T. Morgan. 38 Edwards T. Briggs. Soll ich mir das aufschreiben? Ich schreibe mal die Zahlen und dann die Anfangsbuchstaben von beiden. Machen wir hier. Bam, bam. Basingaseng. Basum, basum. Bidu. Und 38. War alles eng. So. Lydia Findlay. Findlay. Trevor White. Wie geht der? Albert Wesker, nein, falsches Spiel. Albert Lords, Roberta, T. Morgan. Mit dem einen war auch irgendwas, ne? F. White.
Und Edward C. Briggs. Edward C. Briggs. Gut. Haben wir uns das jetzt auch aufgeschrieben? Irgendwo noch einer am Rumspazieren. Erstmal auf die Toilette. Die Mädchentoilette. Verdammt. Die Jungtoilette. Verdammt. Oh, hier ist auch einer drin. Ja, ein bisschen mit der Shotgun, oder? Ein bisschen. Blam! Blam! Oh, ein Schuss? Nein. Was ist das denn? Das ist Feuerzeug. Hm. Lass es voll sein. Ölfeuerzeug. Hm. Hui. Freeze. Sogar direkt tot. Ih. Was müssen wir denn hier machen? Okay, der macht Auto-Aim. Nee, ich glaube nicht schießen, das ist nur Muni-Verbrauch. Oh, Blutkonserve. Hey, das geht sogar. Da drüben. Nom, 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 lecker, lecker Chin. Da ist eine Hutmacherplatte. Schnell weg hier. Ja, das Premium-Blut. Richtig geiler Scheiß. Eine Schieferplatte. So. War hier noch ein Raum? Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Bittere Mandarinen. Vierblättriges Glückskleeblatt. Veilchen im Garten. Löwenzahn am Wegesrand. Unvermeidliche Schlafenszeit. Flüssigkeit, die aus einem aufgeschnittenen Handgelenk fließt. Oh. Schmier von was merken? Sind das die hier irgendwie? Weinerliche Schildkröte. Grinsekatze. Verrückter Hutmacher. Hm. Das sind 4 quadratische Vertiefungen in der Tür. Hier, wie viel haben wir denn? Wir haben 3. Nein, ich wollte das nicht benutzen. Oh, ich dachte, ich hätte Kreis gedrückt. Egal, sind wir voll geheilt. Wurde ja ein paar Mal angeschlitzt. So, einmal hier rum. Oh, verdammt. Da kommen wir gar nicht lang. Gut, dann gehen wir nochmal. Noch eine Etage nach unten. War die Treppe? Ja. Lass mal in die Toiletten gehen. Oh. Moin.
Das sind Ärzte. Oh, die halten ein bisschen mehr aus. Aber ich wollte hier eigentlich nur nicht rein. Gehen wir mal zurück. Hey, Bro. Den Muni sparen. Ist ja gut. Waiting Room Reception. Ah, okay, geht komplett nicht. Haben wir noch eins nach unten? Ne, wir sind ganz unten angekommen. Wohl gab ja noch einen Keller. Der Leichenhalle. Bester Raum ever, hier ist ja gar nichts. Junge, hat mich verarscht. Hier war ein Jumpscare drin. Den haben wir jetzt auch eingesammelt. Hier ist auch noch ein Jumpscare drin zum Sammeln. Wie viel Muni hatten wir noch? Oh, 27. Hallo, El Doktore. Finish him. Dafür hat sich's gelohnt. Was denn? Sehr auffällig aus, aber man kann nicht interagieren. Königinplatte, das ist die letzte Platte. Speichern. Also ich vermute mal, das ist die letzte Platte, weil da waren vier... Fuck you! Weg hier. Guck mal hier, können wir hier rein. Es geht sogar. Nein, nicht in den Keller. Ich bin nicht in den Keller. Der Aufzug funktioniert auch. Bringt er uns denn hier irgendwas? Weil, dass man extra hier dran muss und dann hier drücken muss. Gegenüber war noch. Okay. Medizin Room. Das war ein. Mir geht's gut, Doktor. Danke für die Hilfe. Oh. Warst du beim einen Doktor? Musst du direkt zum nächsten. Was? Da ist ein Geräusch hinter der Tür. Ich dachte, die Tür geht jetzt auf oder so. Wir bam und rrr. Stars. Ist da plötzlich Nemesis. Wir könnten runter. Wir könnten, ich will aber nicht.
Weil wir gehen jetzt einmal speichern. Ich glaube, hier war es, ne? Dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Und im nächsten Part geht's direkt straight in die Leichenhalle. Und da werde ich erstmal einen Herzinfarkt bekommen. Ciao, ciao. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.